Es ist noch gar nicht so lange her, da konnte man bei Kommentaren auf Finanzmarktwelt oder hier unter meinen YouTube-Videos lesen, ja, diesmal ist alles anders, diesmal ist die Schwerkraft außer Kraft gesetzt, diesmal spielen noch Bewertungen keine Rolle. All das ist doch Schnee von gestern, da war das Sentiment euphorisch. Jetzt sind wir in einer Situation, wo dieser bullische Satz, diesmal ist alles anders, vielleicht wirklich wahr ist, aber im negativen Sinne. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster, denn wir haben es jetzt mit einer völlig anderen Situation zu tun. Wir haben in der Finanzkrise Probleme im Finanzsektor gehabt, ausgelöst durch ausfallende Hypothekenkredite. Wir haben andere Krisen gehabt, ein Hedgefonds ist umgefallen, Russlandkrise etc. Was wir jetzt haben, ist eine biologische Krise. Und es ist wie ein Krieg, wie ein italienischer Arzt formuliert hat in einem Facebook-Eintrag, den ich bewegend finde. Der sagt, der Krieg ist losgebrochen und inzwischen sei die Situation dramatisch. Die Schlachten seien erbarmungslos, die Leute kommen reihenweise ins Krankenhaus. Sie haben nicht die typischen Probleme, die durch die saisonale Grippe verursacht werden. Viele sagen, ja, das ist ja wie Grippe, das wird total übergehypt, es ist eine Hysterie, die da stattfindet. Andere sind total panisch, es ist irgendwie schwer scheinbar für viele Leute, so einen Mittelweg zu finden, vorsichtig zu sein, nicht in Panik zu verfallen. Auf der anderen Seite aber eben auch die Sache nicht zu verharmlosen, denn wir haben es hier mit einem substanziell anderen Thema zu tun als mit einer Grippe. Es gibt nicht viele Therapiemöglichkeiten, sagt dieser Arzt Marchini. Mit den Namen aus dem norditalienischen Bergamo, wo die Lage derzeit dramatisch ist. Es hängt hauptsächlich vom Körper ab. Wir können den Organismus nur stabilisieren. Wir brauchen dringend Betten. Leere Betten werden in unglaublichem Tempo wieder aufgefüllt. Und die Diagnose ist immer dieselbe, beidseitige Lungenentzündung. Und es gibt nur noch Ärzte, die versuchen, diesen Tsunami zu bekämpfen. Die Fachrichtungen sind längst aufgehoben, alle helfen mit, auch Chirurgen etc., die ja ansonsten in diesen Fragen nicht allzu kompetent zu sein scheinen. Also, das ist die Lage. Wir haben heute die Pressekonferenz von Merkel und Spahn gesehen. Wir haben jetzt die WHO, die gesagt hat, ja, wir haben es mit einer Pandemie zu tun. Hat ziemlich lange gedauert, bis das mal rauskam. Und die Frage ist, wie gehen Märkte damit um, wenn diese Unsicherheit da ist? Vielleicht ist der Spuk im Mai vorbei, möglich. Vielleicht aber eben auch nicht und dann wäre die Situation viel dramatischer, als die Aktienmärkte derzeit eingepreist haben. Wir wissen es schlichtweg nicht und schauen wir uns mal ein paar Dinge an, die vielleicht auf uns zukommen könnten. Wir sehen zunächst mal, dass eigentlich die Aktienmärkte vor jeder Rezession normalerweise, typischerweise immer fallen. Mit Eintritt der Rezession wird es dann meistens besser, nicht immer, aber meistens Ausnahme war die Finanzkrise, da war schon Rezession, die Kurse sind dennoch weiter gefallen. Die Aktienmärkte, wie Goldman Sachs gezeigt hat, sind immer noch ziemlich pricey, sind immer noch ziemlich teuer. Mindestens, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Folgewirkungen doch drastisch sein werden. Tourismus alleine 8-10% des BIPs in Deutschland, wie auch der entwickelten westlichen Länder, das fällt derzeit mehr oder weniger flach. Wir haben hier Folgewirkungen, die schwer zu kalkulieren sind. Goldman Sachs sagt jetzt, nach 11 Jahren endet der Bullenmarkt und man nimmt die Kursziele runter, sagt, das ist wohl so, dass wir mindestens weitere Kursrutsche erleben werden. Auf der anderen Seite ist die Stimmung schon ziemlich ausgebombt und es gibt bestimmte Indikatoren, die darauf hinweisen, dass wir möglicherweise eine Drehung haben. Wir sehen hier zum Beispiel, dass der Bankensektor unter den Dezember-Tiefs aus 2018 ist. Also da ist vollständige Panik. Die Nebenwerte im Russell 2000, wo viele Zombies sich aufhalten, sind auch total ausgebombt. Wir sehen hier, dass die Zombie-Unternehmen, also die, die nicht mal ihre Kreditkosten verdienen, deutlich schlechter abgeschnitten haben als der Gesamtmarkt. Das heißt, die Märkte unterscheiden zwischen Risiken. Da, wo die Risiken besonders groß sind, muss man diese Risiken eben auch stärker einpreisen. Die Marktlogik ist wieder zurück. Die war ja bis Anfang des Jahres eigentlich aufgehoben, spielte alles gar keine Rolle mehr, war eine Soße, Fettliquidität, Bilanzausweitung, who cares, das war das Thema, das war das Schema, das ist jetzt erstmal vorbei. Jetzt muss man wieder differenzieren, jetzt haben wir es mit Märkten zu tun, diesmal ist alles anders, vielleicht im negativen Sinn oder doch nicht.
Wir haben mindestens einige Indikatoren, die darauf hindeuten, dass wir wirklich schon ziemlich ausgebombt sind, wenngleich der finale Washout nach meiner Auffassung noch nicht erfolgt ist. Hier sehen wir zum Beispiel NAAIM. Indikator, das ist praktisch die Allokation von Asset Managern in Sachen Aktien, und da sehen wir, dass die schon sehr, sehr stark runtergefahren ist, so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wir sehen, dass die Insider beginnen wieder zu verkaufen. Die hatten monatelang, fast schon ein Jahr lang konstant verkauft, verkauft, verkauft. Die Aktienmärkte sind dennoch gestiegen. Deswegen kann es sein, dass die Insider jetzt kaufen, die Aktienmärkte aber dennoch weiterfallen und erst später diese Drehung kommt. Auch die Insider haben nicht das perfekte Timing, aber viele haben geahnt, und das sind ja CEOs von Firmen, CFOs, also Finanzchefs, Vorstandschefs, die haben geahnt, dass da möglicherweise die Bewertungen einfach nicht stimmen. Was das Coronavirus jetzt bringt, ist sozusagen eine Art Bereinigung von Bewertungen, ist eine Rückkehr zu Dingen, die wieder mit Rationalität zu tun haben. Klar, Risiken sind schwer zu bepreisen, wenn sie so unwägbar sind wie jetzt eben mit diesem Coronavirus. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, nochmal in Sachen Coronavirus. Was die Märkte verunsichert hat, war auch eben die Aussage von Dr. Fauci. Das ist praktisch der maßgebliche Mann in der Gesundheitsbehörde in den USA, der gesagt hat, ja, es wird sehr viel schlimmer kommen, und wir haben jetzt eine ähnliche Situation vielleicht in den USA wie in Deutschland, wo die Zahlen ja auch explodieren derzeit. Das wird in den USA wahrgenommen und sagt, es könnte jetzt so laufen wie in Deutschland. Und das Problem ist auch, dass Südkorea jetzt wieder ein Thema ist, nachdem Infizierungen vor allem in Seoul aufgetreten sind. Nicht wie vorher in Daegu, sondern Seoul, die Hauptstadt, also der Megamoloch, der hier jetzt im Fokus steht. Und das könnte da jetzt natürlich ein anderes Spiel werden. Und dazu kommt, dass dann die US-Administration sich nicht bisher wirklich durchringen kann zu einem Bipartisan Act, also dass man sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern einig ist und wirklich gemeinsam jetzt anpackt. Noch sei die Zeit dafür nicht reif, noch habe man dafür keine Mehrheiten. Das hat die Märkte auch heute belastet, und man hat wie Jim Bianco so ein bisschen den Eindruck, je stärker die Aktienmärkte unter Druck kommen, umso dringlicher ist der Handlungsbedarf für Donald Trump, denn er weiß, das verschlechtert seine Wahlchancen. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an, die heute relevant und interessant waren. Wir sehen hier zum Beispiel Boeing. Auch das ein Zeichen, dass möglicherweise die Zeiten schwieriger werden. Boeing hatte ja vor einiger Zeit so einen Notkredit vereinbart, hat gesagt, ja, den brauchen wir aber nicht, aber falls wir ihn brauchen sollten, dann nehmen wir ihn. Heute hat man bekannt gegeben, dass man diesen Kredit nimmt, und das zeigt, dass man möglicherweise mit dem Schlimmsten rechnet, möglicherweise gar keine Chance mehr hat, sonst Kredite zu bekommen, wenn man jetzt nicht zuschnappt. Dementsprechend gehen die CDS-Preise, also die Credit Default Swaps, die Kreditausfallversicherungspreise gehen nach oben. Dazu kommt, dass Boeing heute schwer unter Druck ist, nachdem die Firma mehr Stornierungen als Neuaufträge vermelden muss. Auch das nicht gerade ein gutes Zeichen. Ich erinnere mich, wie lange hat Boeing kaum reagiert, oder die Aktie von Boeing kaum reagiert, völlig irrational. Da passiert gar nichts mehr bei Boeing, aber die Kosten sind da, und der Aktienkurs hat sich wenig bewegt, ist kaum nach unten gegangen. Das Coronavirus war sozusagen der Katalysator dafür, dass rationale Erwägungen überhaupt wieder eine Rolle spielen können. Das muss man leider so formulieren. Inzwischen sind die Erwartungen der Märkte enorm. Hier sagt zum Beispiel JP Morgan, ja, wir erwarten, dass die Fed 100 Basispunkte senkt, also 1%. Das sagt David Rosenberg, der meint, ja, es könnte gut sein, denn wir haben in den letzten Tagen eine derartige Verschlechterung der Finanzkonditionen gesehen. Die Firmen, die Banken sind also sehr vorsichtig geworden, was die Ausreichung von Krediten betrifft. Und das zwingt die Fed, einen ganz, ganz großen Schritt zu machen, um diese Verschärfung der Kreditkonditionen wieder zu egalisieren. Wir sehen hier, dass die Fed Fund Futures im Grunde jetzt schon ja mehr als eine 0,75er-Senkung einpreisen, nämlich aktuell 0,84. Also JP Morgan und die Fed Fund Futures, die liegen da nicht so weit auseinander. Schauen wir uns die Charts an, was wird all das bedeuten? Was wir hier sehen, ist der Dow Jones, der offenkundig jetzt vorhin wieder mal diese 23.700er Marke getestet hat, erstmal verteidigt hat, wichtige Unterstützung. Kann hier ein Boden ausgebildet werden? Das ist die Frage. Trump wird sich mit den Wall Street Bankern nachher treffen und dann vielleicht etwa ein Kaninchen aus dem Hut zaubern, wäre nicht das erste Mal. Vielleicht spekulieren die Märkte schon da drauf. Wir sehen den S&P 500 bei 2760 Punkten und den DAX, der ziemlich ausgebombt ist, bei
10.390 Punkten. Schauen wir uns mal die Devisen an. Da sehen wir den Euro-Dollar schwächer heute als 12,80. Möglicherweise dann doch jetzt wieder so ein bisschen Fluchtwährung Dollar im Fokus, zumal eben jetzt nicht der große Schuldenstimulus kommt, bislang zumindest. Wir sehen das Gold bei 1644, erstaunlich eigentlich, wenn die Märkte doch so stark runtergehen. Risikoaversion herrscht, könnte man meinen, Gold sei ein sicherer Hafen, aber nach wie vor viel Leverage, nach wie vor viele, die mit Gold vielleicht auf der Longseite am Start sind und dann bei fallenden Aktienmärkten ihre wahrscheinlich im Gewinn befindlichen Goldpositionen dann rausdrücken müssen, um sich die erforderliche Liquidität zu schaffen, um nicht den unmittelbaren Margin Call zu erleben. Und wir sehen Öl bei 33,77, vergleichsweise wenig volatil angesichts dessen, was zuletzt passiert ist. Also, diesmal ist alles anders, vielleicht im negativen Sinn. Wir wissen es nicht, das ist das große Problem. Es kann sein, dass dieses Virus eben nicht durch Wärme irgendwie plötzlich verschwindet. Es kann sein, dass es, selbst wenn es dann verschwindet, vielleicht im Frühsommer, Sommer, dass es dann im Herbst wiederkommt. Wir wissen es nicht. Und solange das eben so ist, sind Rallyes an den Aktienmärkten durchaus mit Vorsicht zu genießen. Wir haben diese Rallyes gestern gesehen mit einer Bärenmarkt-Rallye von knapp 5%. All das kann wieder passieren. Können die Notenbanken eine Medizin verabreichen, die einen biologischen Krieg heilt? Ich meine nein, und das werden die Märkte früher oder später erkennen. Wir haben wahrscheinlich das Tief noch nicht gesehen, auch wenn dynamische Rallyes nach oben jederzeit möglich sind. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.